Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter in Eversbach. Wir sind mal wieder im Nationalen Automuseum. Florian. Herzlich willkommen. Wir haben heute noch Verstärkung. Hi. Tobi. Hi. Und Selim. Hallo. Ja, darf ich euch erst mal einen Kollegen vorstellen? Tobi Reichle, wir teilen uns hier die Geschäftsführung. Der Tobi war letztes Mal nicht dabei, deswegen dieses Mal mit an Bord. Und wir freuen uns drauf, euch unsere neue Sonderausstellung zeigen zu können. Ja, unsere Reisegruppe wird immer größer. Ja. aber anders gesagt, ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall wieder lohnen, weil das war letztes Mal schon so auf dem Weg nach Hause. Schon so ein, naja, eigentlich beim Essen danach auch schon, so ein prägendes Erlebnis, muss man so sagen. Ne? Also wir sind seitdem tatsächlich, muss man auch ehrlich sagen, schon verseucht. Im Sinne von hochwertige Autos angucken, weil wann hat man mal die Chance, so in sowas zu sehen, ne? in der Kürze, Masse und auch so querbeet. Also jetzt nicht nur so, keine Ahnung, wenn du beim Formel 1 warst, dann weißt du halt Formel 1 Autos, aber hier ist ja wirklich so die Epochen so. Wir versuchen von allem was dabei zu haben und das breite Spektrum zu zeigen. Schön, wenn es euch gefallen hat. War mega. Letztes Mal war oben 24 Stunden von Le Mans, Sonderausstellung. Genau, richtig. Jetzt ist hier. Jetzt haben wir Ferrari, Meisterstücke für Straße und Rennstrecke. Auch hier haben wir wieder versucht, so ein bisschen das ganze Bild zu zeigen. Mhm. Formel 1, Langstrecke, Sonderkarosserien, die Big Five. Und ab wann können die Leute kommen, sich das angucken? Ab dem 23. März ist das wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Dann jeweils von Mittwoch bis Sonntag. Wie lange ungefähr? Habt ihr schon groben Plan? Die Sonderausstellung bis Ende des Jahres. Ah, doch so lange, okay. Ja, mindestens. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie gut das ankommt und machen das eventuell dann wieder bis nächstes Jahr März. Das schauen wir mal. Wenn euch irgendwann die Fahrzeuge mal ausgehen, hatte ich tatsächlich schon eine Idee. Man könnte auch mal so auf kurz, müsste man eigentlich mal eine Sonderausstellung Tuning oben machen. Wir sind für alle Ideen offen und das ist nicht der einzige Bereich, wo wir Sonderausstellungen machen können. Da wird es dann im Laufe des Jahres auch noch mal Erweiterung was geben. Ich habe es nämlich tatsächlich auch in den Kommentaren gelesen, weil wir da im letzten Video auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen hatten, über die Sonderausstellung, dass sich das so einige gewünscht haben, dass wenn sie herkommen und dann vielleicht auch so szenenintern so ein paar Autos sehen. Und so. Ja, also sind wir offen, können wir gerne mal machen. Und dieses Jahr gibt es ja noch viele Jubiläen, der Flo hat es gerade schon angemerkt. Also wir werden auch in der Dauerausstellung noch das eine oder andere zeigen, was jetzt noch nicht da steht, was wir über das Jahr dann nochmal tauschen werden, wo man so eine kleine Sonderausstellung in der normalen Ausstellung haben wird. Und das wird eigentlich sicherlich auch nochmal schon der Wahnsinn, ne? Dass man so viel Background hat, dass man einfach so hier nochmal die Hochkaräter hier und da einfach so austauscht. Ja, ja, so nach Karteikarte. Ach ja, den könnten wir mal tauschen gegen den und den. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja. Ja. Und wenn dieses Jahr spezielle Jubiläen sind und wir da noch das ein oder andere Auto haben, warum soll man es nicht zeigen? Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen hoch. Aber steigen mit einem ganz kurzen Porn einmal ein, oder Nico? Ja. Ja. Weil dein Herz schlägt ja auch für Ferrari, das weiß ich. Das heißt, es gibt ein kleines Pünktchen erstmal. So, herzlich willkommen bei uns in der Sonderausstellung. Ja, ein Ferrari muss einfach rot sein, ne? Ja. Oh. Aber ich nehme es schon mal vorweg, ihr werdet nachher auch noch andere Farben sehen, nicht nur rot. Ich denke mal, Ferrari muss rot sein. Ja, alleine durch die Formel 1-Zeiten und so einfach. Ja. Ferrari gleich italienische rot. Rennfahrer, da kommt's her. Aber du hast gerade das Bild angesprochen mit den 5 Supersportwagen draußen. Das sind hier die Big Five. Zu 88 GTO, F40, F50, Enzo und der LaFerrari. Ja. Und das ist so ein bisschen das Bottleneck, ne? Weil da 272 Stück. Mhm. Das heißt, wenn du alle 5 haben willst, dann brauchst du als allererstes mal den, weil von den anderen gibt es immer mehr. Ne? Also, verstehe. Da also am wenigsten von? Genau.
Das heißt, 272 Stück. Es kann also in Summe auch nur 272 Leute auf der Welt geben, die die Big Five zusammen hat. Korrekt. Ja. Dann, es sind ein Tick weniger. Dann wird's schon, es sind ein Tick weniger, dann wird's schon schwieriger. Ja, ja. Weiß man, ob es da noch alle von gibt, von den Autos? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich finde es echt... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es alle noch gibt, ja, weil selbst wenn da schwere Unfälle sind, also es ist mal ein Enzo in zwei Teile gerissen worden in Kalifornien und selbst der ist wieder zusammengebaut worden und fährt heute wieder und du siehst es ihm nicht an. Also das lohnt also sich schon, die wieder zu sehen. Bei den 288 finde ich unfassbar, also dass die so in Anführungsstrichen wertvoll sind. Ja, aber es ist halt der erste wirkliche Supersportwagen von Ferrari gewesen, der damals gebaut wurde. Über 300 Stundenkilometer schnell, 400 PS und das war natürlich damals in den 80ern, 1985 schon eine Ansage, ne? Wurde der von euch hier so ein bisschen schon gefahren, also rennstreckenmäßig? Weil ich bin so, dass der so fette Toyo-Reifen drauf hat. Nee, also wir fahren das Auto nicht auf der Rennstrecke. Das sind einfach die Reifen, die noch auf dem Auto drauf sind. Habt ihr diese Big Five schon die ganze Zeit zusammen gehabt? Oder ist das auch, sind da Neuzugänge bei? Da sind auch Neuzugänge dabei. Also wir haben letztes Jahr im Prinzip die Big Five komplementiert. Ja. Und freut man sich da so als Sammlung? Na klar. Ja. So, also, bei den ganzen Autos ist es ja so. Es ist halt so, ne? Ich meine, wenn du die Autos immer mal einzeln irgendwo in der Sammlung stehen siehst, dann steht mal der 288 und der F40 nebeneinander und so. Aber wenn du dann mal alle fünf nebeneinander aufgereiht hast, das ist natürlich ein Bild, das hat unser Chef vorher auch noch nicht gesehen. Und der kam hier hoch und hat das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, als er die fünf wirklich mal in einer Reihe stehen hat sehen. Nochmal für die Zuschauer, Big Five, 288 GTO, F40, F50, Enzo und LaFerrari. Richtig. Korrekt. Warum genau diese fünf Autos? Das sind eben von Ferrari die fünf limitierten Supersportwagen. Also die jeweils das Modellprogramm nach ganz oben abgerundet haben und die jeweils streng limitiert waren, alle unterschiedliche Stückzahlen. Mhm. Und die du wirklich nur bekommen hast, wenn du eben bei Ferrari jemanden gut kanntest, ein besonders guter Kunde warst. Und es gibt auch inzwischen andere limitierte Ferraris, aber auf dem Top-Niveau sind es eben diese fünf. Aber selbst bei einem F40 war es damals auch schon so, dass man den gar nicht neu eigentlich bekommen hat? Also auch beim F40, da waren wir jetzt alle zu jung und waren nicht in der Situation, aber ich glaube auch damals war es so, dass du nicht einfach zum Ferrari-Händler gegangen bist und gesagt hast, ich hätte gerne eine F40. Sondern auch da stand die Limitierung im Vordergrund und auch da musstest du dich qualifizieren, um einen zu bekommen. Ja. Auch wenn es beim F40 dann am Ende so ein bisschen ausgeufert ist und es davon über 1300 Stück gibt. Mhm. Mhm. 450 waren mal geplant und dann hatten sie wohl so viele Anfragen, dass sie gesagt haben, so jetzt bauen wir einfach weiter. Aber in der Tat, du musstest schon ein sehr guter Ferrari-Kunde sein, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, um so ein Auto zu bestellen. Ja. Wie fährt so ein 288 GTO? Also ist das heutzutage so, dass man sich reinsetzt und es so Vollkatastrophe ist? Oder ist das schon, dass man sich reinsetzt und sagt, boah, eigentlich ist das immer noch, ich will nicht sagen up to date, aber schon so? Nö, also das fährt sich schon wie ein super klasse Sportwagen. Also da kannst du schon richtig Gas mitgeben mit dem Auto. Das ist schon für die damalige Zeit, wenn man es mit einem normalen Sportwagen vergleicht, war das schon wirklich die Oberklasse. Es fährt schon wirklich richtig gut für die Zeit. Hm. Wo liegt sowas heute preislich ungefähr? Kann man das, ja, ich meine, die Leute werden es eh googeln und sich am Ende angucken, also von daher. Wir haben es jetzt nicht im Kopf, ich glaube, das tagesaktuell kann jeder für sich googeln, aber wir sind auf jeden Fall siebenstellig. Ja. Mhm. Ja, und der Flo hat es ja in den letzten Videos auch schon so ein bisschen erzählt. Wir sammeln ja immer besondere Autos. Bei dem 288 ist es ja auch so, dass wir hier wieder ein besonderes Auto stehen haben. Und wenn man jetzt mal hier vorne guckt, wir haben hier den Ferrari Club France vorne drauf. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass das Auto nach Frankreich ausgeliefert wurde. Und im Hintergrund siehst du gerade den Asterix und den Obelix stehen. Mhm. Und die haben eine enge Verbindung zu dem Auto. Weil der Erstbesitzer von diesem Auto war Albert Uderzot, der Zeichner von Asterix und Obelix. Ja. Ach, und der war ein großer Ferrari-Sammler, also hatte viele Autos, unter anderem auch Rennwagen 512, PB und so weiter. Also der war wirklich groß im Business bei Ferrari und hat dadurch natürlich auch das erste Auto oder eines der ersten Autos bestellen dürfen. Bei euch hat gefühlt jedes Auto immer eine Geschichte. Das stimmt. Ja. Ist das Zufall oder ist es tatsächlich so, dass man, wenn man so ein Auto sucht, auch ein Auto mit Geschichte sucht dann? Wenn du, also ich glaube, das habt ihr bei eurem letzten Besuch schon gesehen. Hier wurden nicht einfach nur Autos angehäuft und zusammengesammelt, um eine große Sammlung zu haben, sondern jedes Auto wurde schon sehr gezielt ausgewählt. Und wenn du dann eben einen
288 GTO suchst, dann wartest du vielleicht eher ein bisschen länger, um eben dann ein besonderes Auto zu kriegen mit einem besonderen Vorbesitzer. Und so ist es eben hier dann auch der Fall gewesen. Wir können gleich mal rübergehen zum F50. Da ist es sehr ähnlich. F40 überspringen wir heute einfach. Aber der Sprung war krass, oder? Also rein von der Karosserie GTO zum F40. Aber dann siehst du ja auch, ab dem F40 ist wirklich, also man hat schon versucht, die Parallelen noch so ein bisschen herzustellen. Dieses Hypercar-Feeling. Genau. Ne? Beim 288 zum F40 siehst du, die Felgen sind nahezu identisch. Ne? Ja, sind ein bisschen größer geworden, logischerweise. Aber da war der Sprung dann wirklich vom Sportwagen zum Hypercar, war dann schon wirklich sichtbar. Weil das ist ja... Muss man ja auch sagen, das war ja der Kindheitstraum jedes Jugendlichen in den 90er Jahren. Ne? Weil dieses Poster hat jeder im Kinderzimmer gehabt. Oder das Burago-Modell. Auch. Oder das Burago-Modell, genau. Dafür, dass nur 6 Jahre zwischenliegen. Ja. Überlegst du, und für nur 6 Jahre ist das ja schon krass. Um nochmal so ein bisschen auf die Geschichte zu kommen, wenn du das Glück hattest, einen GTO oder einen F40 zu bekommen, dann hattest du, was die Farbe anging, keine Wahl. Die waren ab Werk alle rot. Und wenn es heute einen andersfarbigen F40 oder einen andersfarbigen GTO gab, dann sind die alle nachlackiert worden, nachträglich, also oder umlackiert worden. Ab Werk waren die alle rot, egal wie gut du jemanden bei Ferrari kanntest. Beim F50 war das dann, da gab es so ein paar Optionen. Wenn du besonders guter Kunde warst, dann konntest du auch eine andere Farbe wählen. So gibt es ein paar schwarze, gelbe, graue, dunkelrote. Und es gibt 2 auf der Welt, die haben ab Werk goldene Felgen bekommen. Und wenn ihr auf diese Felgen guckt, dann seht ihr, dass das einer davon ist. Das ist also schon wieder was Besonderes. Wo kommt's her? Ferrari Rennsport, der Flo hat es gerade schon gesagt, Rosso für die italienische Werks- oder die italienische Farbe. Früher waren die Rennautos ja in den 30er, 40er Jahren immer in der Nationalfarbe lackiert. Also die Italiener sind rote Autos gefahren, die Deutschen die silbernen oder später weiß dann. Und die Engländer hatten dann die grüne Farbe. Und so war es bei den Italienern so, rotes Auto, goldene Felgen. Und das sieht man hier drüben ganz schön. 312 B3, Niki Lauda mit goldenen Felgen und der roten Farbe logischerweise für Ferrari. Mhm. Ist auch ein Originalauto von Niki Lauda. Das ist ein Originalauto von Niki Lauda und das ist quasi das erste Jahr gewesen, in dem Niki Lauda für Ferrari gefahren ist, 1974. Mit originaler Unterschrift noch von Niki vorne drauf. Also das ist quasi einer der Autos mit genau so einer besonderen Geschichte. Ach, wie filigran das alles war damals. Im Gegensatz, dreh dich mal um, sieht das aus, als wäre das so nochmal 30 Jahre älter. Wobei, das ist natürlich wirklich hier Boden-Luft-Rakete. Ne? Das sieht auch wirklich so aus. Wenn du überlegst, so mit dieser Schaltung und so. Ja, 2 Jahre früher, 1972. Ne? Weil man würde jetzt so denken, sowas war ja nicht... Langsam. Also man bräuchte jetzt mal so eine Relation, wie schnell im Verhältnis sowas war. Ob das nur irgendwie so auf aktuellem GT3-Niveau gefahren ist oder ob selbst das damals schon viel, 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 viel schneller war. Wahrscheinlich war es viel, viel schneller. Ziemlich sicher sogar, ne? Aber hier auch sympathisch, ne? Ja, muss ja, guck mal, mit 470 PS, was wird das Ding wiegen? Das Ding wird ja keine 500 Kilo wiegen, oder? Ja, ich denke mal schon, 600, 650 Kilo wird er schon haben. Mhm. Weil es ist ja wirklich nur... Ein paar Streben. Es ist nur der Motor und außenrum ein bisschen Karosserie gebaut. Ne? Vorhin alles wirklich genietet. Und das Auto ist im kompletten Originalzustand. Das ist nach der Saison weggestellt worden, stand dann in einem Büro und hat nie wieder die Rennstrecke gesehen seitdem. Sympathisch. Ja. Und so ist er natürlich noch im originalen Zustand, originaler Lack. Und wenn du reinguckst, siehst du auch noch den originalen Stoff und die originalen Sitz und die Anschnallgurte. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du das überlegst, dass das Auto so lange original überlebt hat. Sowas versucht er dann auch gar nicht erst lauffähig zu bekommen? Nein, der bleibt in dem Zustand. Bleibt genauso. Weil wenn du anfängst, das Auto lauffähig zu machen, dann, ich meine, du kennst es auch von Restaurationen oder Umbauten, wenn du einmal anfängst, dann sagst du, ach, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich das noch machen und dann hast du das Auto einmal komplett auf links gedreht. Ihr schreibt mit Anlaufschwierigkeiten, das heißt, der war nicht so erfolgreich im Rennsport? War nicht ganz so erfolgreich. Nee, in den Jahren hat Ferrari so ein bisschen gestruggelt. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis dann 1975 den ersten Weltmeister wieder gab von Ferrari. Die ersten Autos waren nicht ganz so erfolgreich von 312. Aber diese Reifendimension noch. Ne? Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Aber selbst damals hier schon, gleich am Anfang innenliegende Bremsscheibe, ne? Mit Belüftung von oben. Und wenn man sich so das noch so von damals sieht, weißt du, so wie
gefühlt Ölkühler, so wie wir jetzt so mal schnell am Wochenende Kühler im Wind. Nochmal ein paar Ölkühler mal kurz aufs Getriebe flanschen müssen. Schon aber noch. Mit diesem Auto wurde ja dann der Grundstein gelegt. 75, 76, 77 war Niki Lauda ja absolut bei der Musik. 75 und 77 Weltmeister, 76 knapp vorbei wegen des Unfalls. Und das waren ja dann jeweils die Evolutionsstufen von diesem Auto. Also man hat mit dem 312 dann wirklich schon den Grundstein gelegt, um dann in den Jahren später ab 75 wirklich erfolgreich zu sein. Ja, und das waren ja wirklich dann mit Niki Lauda die Sternstunden von Ferrari. Wenn ich jetzt allerdings das Auto zum Beispiel da vorne sehe, ne? Wir hatten ja unten mal den alten Ferrari Renntransporter gesehen. Mhm. Wenn ich so die Technik an dem Auto sehe, dann glaube ich doch wieder, dass die damals wirklich so mit 10 Mechanikern und einfach nur mit so einem LKW-Truck an der Strecke gefahren sind. Weil das ist ja wirklich gerade an dem Fahrzeug noch teilweise wirklich, wirklich simple, einfache Technik. Ne? Ja. Oder mit so einem normalen Truck. Ja, wenn du dir die Bilder aus der Zeit anguckst, und das Auto passt ja zeitlich noch zu dem Truck dazu. Wenn du anguckst, wie die da an der Strecke stehen und die Autos quasi Motor nochmal raus und hier noch ein Getriebe liegen in der Ecke und so, die haben ja wirklich mehr oder weniger hemdsärmlich dann in dem Fahrerlager gearbeitet, auf Kies und sonst wo, um dann die Autos wieder zusammenzuflickeln. Also es war schon Wahnsinn in der Zeit. Ne? Wie magst du den 50er mehr als den 40er oder eher 40er? Nee, dann, also ich bin auch jetzt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, nicht so der XXL 40er-Fan. So, okay. Ist halt irgendwie, ist mir der Hype dahinter zu groß und zu krass schon. Also da bin ich ganz ehrlich, ist nicht so, dass ich da drauf gucke und sage, das ist dein so Traumauto. Ungefähr. Ja. So wie es halt bei vielen ist, das gar nicht so. Klar, würde es lieben gerne mal fahren, mit dem V8 wird das mit Sicherheit schon technisch gesehen ein krasses Auto sein. Also ich finde es technisch krasser als optisch jetzt. Und F50 war so optisch gar nicht meins immer. Mhm. So, das war dann ab. Du bist hier dabei dann? Ab Enzo ist dann wirklich. Nee, so aus den, auch so aus den Baujahren, jetzt so hier so 430 Scuderia oder so. Mhm. Scuderia finde ich auch mega, wobei das auch schon eher das Baujahr dann ist. Auch mega. Aber F50 war immer so, kann aber auch ganz ehrlich sein, dadurch, dass es ja wieder dann Saugmotor war und kein Turbomotor war, das ist deswegen so, weißt du? Turbo ist halt geil. Ja, aber so scheiden sich wirklich die Geister beim F50. Wir merken das immer bei denen wir das jetzt schon gezeigt haben. Entweder du hast in der 50 auf Platz 1 oder auf Platz 5 in der Rangfolge der Big Five hier. Es gibt irgendwie nicht so wirklich, dass jemand sagt, wow, das ist das Auto. So. Ja. Aber es ist auch eine geile Frage, wenn du die 5 durchsortieren müsstest. Von 1 bis 5. Was wäre denn deine? Mach doch mal. Was wäre denn deine Reihenfolge? Also ich würde tatsächlich den Enzo auf 1 packen. Okay. Definitiv ist für mich einfach bis heute so, also A, war das genau die Zeit, wo ich einen Führerschein endlich hatte und so am meisten über Autos nachgedacht habe. Und einfach optisch war für mich das schon so, wenn man jetzt ein 2004er Formel 1 Auto daneben stellen würde, ist das schon relativ, vorsichtig gesagt, nah dran, aber so mit der Schnauze und so, ne, ist das schon, weil würde ich das definitiv auf 1 packen. Kommen wir gleich noch. Kommen wir zu, ja, aber sieht doch fast gleich aus. Sieht doch fast genau aus. Wir können uns die Vergleiche gleich nochmal angucken. Den auf jeden Fall auf 1 packen. LaFerrari wenig Berührungspunkte bisher so gehabt, muss man auch ehrlich sagen, weil gefühlt sieht man die Autos irgendwie nie. Also ganz, das waren dann schon so diese ultra krassen Hypercar-Sammlerzeiten, wo so ein Auto einfach gekauft weggestellt und verschwunden wurde. Ja, bei denen hast du aber auch nie gesehen. Nein, hat man auch nicht. Aber man muss sagen, es gibt relativ viele Enzos, wenn du nach Enzos suchst, die relativ viele Kilometer haben. Also diese Autos wurden echt noch gefahren. Mhm. So, ich glaube auch, dass die natürlich hat man den auf einer normalen Straße nicht gesehen, aber so, weißt du, das LaFerrari waren schon die Zeiten so, boah, neues Auto, gleich alle weg. Keiner hat so ein Auto gesehen. Und fertig halt, ne? So, ne? Und hier war für mich immer halt der mit F50 verbinde ich eher so mit diesem schon formeltechnischen Saugmotor hinten drin. So, da gibt es halt so das ein oder andere Video. Weiß ich. Also auf jeden Fall 1 und ich denke mal Platz 2 wäre bei mir dann doch der F40. Ja. Und dann? Dann glaube ich schon, dann würde ich tendenziell sagen LaFerrari wegen der Technik dahinter. So, weil ich glaube schon, dass das ein Erlebnis ist, so ein Auto mal zu fahren. Dann F50 und dann den GTO. Weil er einfach noch nicht so Supercar-mäßig aussieht? Nee, oder? Einfach weil für mich zu alt, bin ich ganz ehrlich. Also okay. Krass, wie sich das ändert. Zu alt, oder? Siehst du es anders? Ich bin anders. Anders, echt? F40 1, 2, GTO 3, F50 4 und LaFerrari 5. Das für mich das. Du bist eher traditionell unterwegs. Ich liebe alte Autos. Guck mal, wir müssen über die Zeit der Ausstellung mal eine Gesamtwertung machen, was dann am Ende mehr als fähig ist. Wir machen vorne so einen Kasten, wo du wählen kannst. Ja.
wenn, weiß ich nicht, wenn du dann doch, nee, wenn du da LaFerrari und GTO nebeneinander stehen hast. Nee, da bin ich gar nicht für. Ich würde so jederzeit. Es mag sein, dass du, deswegen frag dich, wie so ein GTO fährt. Es mag sein, dass das Besondere einfach ist, wie das Auto dazu im Verhältnis zu anderen Oldtimern fährt, dass man deswegen dann ganz anders eine andere Meinung von so einem GTO hat. Das Auto, ne, aber ist einfach pur Klassik. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass man halt zum LaFerrari dazu erstmal den Staubsauger großen Charger braucht, der dauerhaft dranhängt, damit man so ein Auto überhaupt wegstellen kann. Ja, aber schau mal, selbst der findet bei uns einen Platz in der Ausstellung und der sieht doch auch schick aus. Das zeigt dann aber halt, dass den muss man auch dran haben, weil wahrscheinlich die Batterie sich schon selber entlädt und man einfach das Auto gar nicht... Ja, musst schon dran haben. Also du musst das Ding dauerhaft im Strom haben, sonst geht die Batterie auch kaputt. Ja. Aber eine Besonderheit ist es ja hier beim LaFerrari. Die ersten vier sind alle designt von Pininfarina und der LaFerrari ist dann in-house designt worden. Dann gab es ja den Break und Manzoni als Chefdesigner hat dann den LaFerrari gemacht. Wie lang diese Front vom Überhang her ist, ne? Meinst du, wenn du so ein Ding, also, so ein Ding fährst? Das Auto super toll. Aber ich sage, im Vergleich haben die Alten viel mehr Charakter und Charme. Das ist so ein Flugzeug. Aber ich bleib dabei, Enzo auf die 1. Enzo ist sehr gut, ja. Sehr, sehr stark. Also wie wäre deine? Wie wär dein? Ja, aber das macht's ja auch. Warte, ich komm mal ein bisschen näher, dann hört man dich auch. 1. Ah, echt 1? 2. F40? F40, 2, 3, 4, 5. Hä? Ist ja ganz anders. Ja, aber wirklich? Das hätte ich aber tatsächlich bei dir auch, hätte ich auch LaFerrari sofort auf 1 gesagt. Auf jeden Fall. Ja, weil das was für mich vielleicht im Kinderzimmer hing, war für mich das auf jeden Fall. Ja, weil krass, 10 Jahre später Führerschein gemacht und schon bist du. Da bist du schon eine Generation weiter dann. Ne? Okay. Da ging auch der F40, ja. Ja, bei mir auch noch. So, hier sind wir jetzt in einem etwas früheren Stadium der Geschichte von Ferrari. 1952, beide Fahrzeuge haben 1952 an der Mille Miglia teilgenommen, dem damals großen Straßenrennen in Italien. Ein 225 S Spider und ein 250 S Vignale. S steht jeweils für Sport. Und die 611 ist die Startnummer. Das hat damals bei der Mille Miglia jeweils bedeutet, das war die Uhrzeit, die Startzeit des Starts, ja, also 6:11 Uhr am Morgen. So dass die Zuschauer entlang der Strecke immer sehen konnten, wann ist das Auto gestartet, dass er gerade an mir vorbeifährt und so eben sich die Reihenfolge zusammenreimen konnten. Wichtiger als die Startzeit ist bei dem Auto aber eigentlich die Zielzeit, nämlich dieses Auto hat das Ziel als erstes erreicht und war der Siegerwagen der Mille Miglia von 1952. Und das Coole ist, beide dieser Autos, die hier stehen, haben dazu beigetragen, dass Mazzotto 1952 italienischer Meister geworden ist. Also er ist auf beiden Autos gefahren. Das hat dazu geführt, dass er mit diesen Autos quasi Meister geworden ist und quasi die Meisterschaft für sich entschieden hat. Für den Nicht-Ferrari-Kenner 225, 250, wie kam die Bezeichnung da zustande? Also warum 225? Also gibt es irgendeine Bedeutung dafür? Keine Ahnung, Motorgröße, PS, Höchstgeschwindigkeit, ja, Menge? Das hängt mit dem Zylindervolumen zusammen. Ja. Okay, verstehe. Also war Motorengröße. War eine, genau, Motorengröße, ja. Und wenn man bei Ferrari durchs Werk geht oder durchs Museum, dann fällt einem auf, dass dieses Bild da hinten so ziemlich jede Wand und jedes Büro ziert. Und ich glaube, ich übertreibe nicht. Dieses Bild ist einer der allergrößten Siege, den Ferrari in seiner Geschichte errungen hat. Nämlich der Dreifachsieg in der Heimat von Ford beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, quasi der Revanche für Le Mans 66, wo die Ford GT40 den Dreifachsieg eingefahren haben. Wenn du bei Ferrari bist, das hängt überall. Da sind die heute noch ganz stolz drauf, zu Recht natürlich. Und wir sind stolz, dass dieses Auto bei uns steht. Das ist nämlich das rechte Auto davon mit der Startnummer 26, das drittplatzierte Auto von dem Dreifachsieg. Wow. Einer sogar als Spider oben. Genau, als Spider. Und da siehst du auch, die Werkswagen hatten noch die goldenen Felgen. Und wenn du jetzt um unser Auto rumläufst, siehst du auch, das Auto ist 66 in Le Mans gefahren. Also das hat quasi auch mit dem Film zu tun gehabt, Le Mans 66. Das war einer der Konkurrenten, gegen den Ford angetreten ist. Damals war es noch ein Werkswagen. 67 ist das Auto dann an das NART-Team, North American Racing Team, verkauft worden und hat dann quasi die blauen Felgen bekommen. Ja. Mhm. Und so siehst du auch auf dem Bild oben die zwei
Werksautos und das Naht-Team hatte dann die blauen Felgen. Sieht auch aus wie neu. Aber das hatten wir in dem letzten Video ja auch schon. Der ist komplett einmal... Genau, der ist einmal komplett gemacht. Von Ferrari einmal. Von Ferrari zertifiziert. Einmal fresh gemacht. Und einmal... Junge. Und wie er jetzt hier heute steht, ist er quasi in dem Daytona-Spec von 67. Ja. Man lag da förmlich drin, ne? Ja. Aber auch irgendwie finde ich auch optisch ein schönes Auto. Ja, sehr. Das ist mega. Eines der schönsten Autos, die Ferrari je gebaut hat, finde ich. So, also da passt das irgendwie... Das ist Kunst. Ja. Passt irgendwie alles dran. Die Meinung ist durchaus mehrheitsfähig, glaube ich. Ja. Das ist einfach Kunst. Ja. Anders kann man das nicht beschreiben. So, dafür, dass jetzt nicht so viel Hypercar-Firlefanz dran ist, sondern es ist einfach nur ein Schwung ist... überlegen, zu der Zeit fährst du mit so einem Auto rum, egal wie, auf der Rennstrecke oder was auch immer, das war ja... Gab es von dem aber auch eine Straßenversion? Also, so... Das war ein reines Rennauto. Wenn du aber in die Geschichtsbücher guckst, dann siehst du den auch mit Modena Prova-Kennzeichen. Die sind damit dann in Italien auch auf der Straße rumgefahren. Probefahrt. Und in Amerika konntest du wahrscheinlich auch eine Straßenzulassung dafür kriegen in manchen Staaten. In Deutschland wäre es wahrscheinlich eher schwierig geworden. Ja. Aber also, es war kein Straßenauto. die hatten ja alle im Prinzip ein Licht und so. Und dann sind die halt mit Prova, also mit temporären Kennzeichen gefahren. Aber das war jetzt nichts, wo du das auf der Straße gesehen hast. Das Auto. Allerdings muss man sagen, es gibt einen amerikanischen Sammler, der hat sein Auto mit New Yorker Kennzeichen zugelassen und bewegt den auch auf der Straße. Das gibt's schon. So, weil der Dino, der geht ja so ein bisschen in die Richtung, finde ich. So, ist natürlich kleiner von ganzen Proportionen her, aber ich finde der schon ähnlich. Ja, ist der kleine Bruder im Prinzip vom 330. Ne? Ist ein Sechszylinder. Deswegen auch der Dino dann. Mhm. Kein Ferrari-Logo vorne drauf, sondern das Dino-Logo. Also ihr macht auch die Bezifferung dann wieder 6. 206, 2 genau. Liter. 2 Liter Sechszylinder. Richtig, genau. Aber das war ein Straßenauto. Das war auch ein Rennauto. Das war auch ein Rennauto. Da gilt im Prinzip genau das Gleiche. Also auch dieses Auto war als Rennauto konzipiert. Sind 18 Stück davon gebaut worden. Ja, und die wurden auf der Targa Florio eingesetzt und so. Also auf kleineren Kursen, wo man so ein bisschen mehr quasi Handling brauchte. Aber guck mal, 2 Liter, 220 PS, das war halt auch schon echt eine Ansage als Auger damals. Ne? Ja. Ja, in den 60er Jahren, muss man überlegen. Also das sind 110 PS pro Liter, die muss man heutzutage erstmal schaffen mit dem Sauger. So, und jetzt hatten wir es gerade, bei vielen von uns war der F40 im Kinderzimmer und das Modell von Burago und das Poster an der Wand. Diejenigen, die in den späten 60ern groß geworden sind, die hatten die Carrera-Rennbahn und hatten den Dino und den Porsche Carrera 6 auf der Carrera-Bahn, eine der meistverkauften Carrera-Bahnen. Ja. So hat jede Generation sein Ferrari-Modell als Bezugspunkt. Ja, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Unten auf dem Bild ist er ja auch zu sehen, auf unserem Dreierbild. Das ist das Auto, der F2004. Logischerweise dann auch 2004 gebaut. Und das ist das erfolgreichste Ferrari-Chassis, was je gebaut wurde. 11 Einsätze, 8 Siege. Es gibt kein Ferrari-Chassis, was es bis heute, muss man ja mal aktuell sagen, geschafft hat, mehr Siege einzufahren als genau dieses Auto. Und natürlich von niemand anderem gefahren als Michael Schumacher. Ne? Und das war ja wirklich die Dominanz von Michael in diesem Jahr, also es gab ja keinen anderen, der nur annähernd da dran gekommen ist. Sind die dann pro Saison ein so ein Chassis gefahren oder gab es auch während der Saison mehrere Chassis? Es gab für jeden Fahrer mindestens 2 Chassis und die haben dann irgendwann gewechselt meistens auch. Also dieses Auto ist nicht alle Rennen gefahren, deswegen also 11 Einsätze, kann ja gar nicht alle Rennen gefahren sein, sondern die sind dann halt mit 2 Chassis gefahren. Hatten immer eins im Wechsel immer dabei. Ja, gab ja auch immer mal, wenn die Autos quer durch die Welt geschickt wurden, dass vielleicht eins nicht ankam oder so und dass man dann zur Sicherheit da nochmal... Damals ein GoPro-Halter.
Und hier ist sogar noch ein Motor drin? Da ist ein Motor drin, ja. Weil das ist ja auch relativ selten bei den Formel-1-Autos immer ist. Da wurde ja eigentlich Ende der Saison immer Motor rausgenommen. Das ist richtig. Aber das ist eben auch wieder das Besondere an dieser Sammlung. Wenn du hier einen Rennwagen siehst, der nicht an der Wand hängt, sondern der hier steht, dann ist der mit Motor, mit Getriebe und theoretisch auch einsatzfähig. Ich sage immer bewusst theoretisch, weil wir alleine könnten es nicht. Wir bräuchten eine Rennstrecke, wir bräuchten den Support von Ferrari, die eine eigene Abteilung haben, diese historischen Rennautos fahren zu lassen. Und vor allem bräuchten wir jemanden, der reinpasst. Ja. Und da sind wir nicht so qualifiziert dafür. Vielleicht passt du da eher rein. Ja, also ich krieg das mit Sicherheit in der Hand. Ich würde sagen, bevor du da nicht reinpasst, schneidest du den Fuß ab, oder? Ja. Dann schneidest du den Fuß ab. So, na dann. Dann einmal einsteigen. Ja, normalerweise würde man das Ding ja auch noch abmachen. Aber genau, lassen wir jetzt mal dran, sonst wird es zu komplex. Ich muss von der Seite einsteigen. Ich würde die Schuhe ausziehen. Ich würde die Schuhe ausziehen. Mach ich auch. Haben in dem letzten Video haben wir doch auch unten auch ein Auto von Michael Schumacher gesehen. Richtig. Das ist das aus dem Jahr 2000, seiner ersten Weltmeisterschaft mit Ferrari. Und das ist das aus dem Jahr 2004, seiner letzten Weltmeisterschaft mit Ferrari. Das heißt, die Dichte an Schumacher-Autos ist auch relativ... Ja, wir sind ganz gut aufgestellt. Relativ hoch hier. Ja, das sieht doch schon gekonnt aus. Guck mal, du könntest fahren. Ja, ich bin auch zum Glück relativ gelenkig. Wir hatten das in diversen Autos schon, dass ich da immer so gar nicht das Problem mit habe. Boah, ich habe ja wirklich keinen breiten Arsch, ich passe gar nicht in den Sitz rein. Echt? 0,0. Gar nicht? Also gefühlt fehlen vom Sitz her links und rechts jetzt schon zu meiner Hüfte 2-3 cm. Sitzt du schon richtig drin? Ich komme gar nicht ran. Also ich sitze mit meinen Beckenknochen auf dem Sitz gerade. Ach, hör auf. Achso, nee, warte. Du musst noch ein bisschen weiter rutschen, glaube ich. Du musst weiter runter. Nee, genau, ich muss viel weiter runter. Weil das sah gerade aus, als wenn du so am Eiscafé vorbeirollen willst. Also, wenn du für uns fahren willst, dann muss das ein bisschen schneller gehen das nächste Mal. Ach, ich komme aber langsam. Langsam passt. Hey, im Notfall, ich schneide mir beide aber nur den Arschbacken. Man wächst so rein. Bin gleich drin. Also ich müsste jetzt die Pedalerie müsste viel weiter nach vorne, okay. Weil ich komme mit meinen Knien gerade nicht hier höher. Okay. Kann losgehen. Ich sehe uns da. Ich dachte früher immer, es wäre noch viel, viel enger. Mhm. Ich glaube auch, dass die aktuellen Autos noch enger sind. Ich glaube, dass damals ein bisschen mehr Luft drin war. Gut, dadurch, dass die ja am Kopf jetzt noch enger sind und dann das Halo oben drüber haben und so, ich glaube, da hast du nochmal einen ganz anderen Blick da rein. Also klar, und gefühlt mache ich ja den Hightower hier drin gerade. Ich sitze ja noch viel zu hoch. Also wenn du jetzt einen Helm auf hättest, dann wäre der Helm... Ja, viel, viel, viel. Also ich müsste die Pedale müssten bestimmt 10 cm weiter nach hinten in die Richtung. Und ich müsste noch viel tiefer reinrutschen, dass ich mehr so hier drin liege. Ne? Was halt eher viel krasser ist, wenn du überlegst, 900 PS, was meinst du, wie das Ding beschleunigt geht und so weiter. Ne? Ja. Das wird halt... Und wir schieben ja ab und zu die Autos, oder müssen die Autos ja ein bisschen hin und her schieben. Und wenn du so ein Formel 1 durch die Gegend schiebst und dann mal so ein Le Mans Auto durch die Gegend schiebst, was das für ein Unterschied vom Schieben her ist. Also das schiebt sich, als wäre da nichts drin. Was wiegt sowas? Ich meine, die hatten damals Mindestgewicht 550 Kilo. Ich glaube, irgendwie sowas um die 550 Kilo haben. Mindestgewicht, das heißt, da sind schon 50 Kilo, die sie erstmal verteilt haben im Auto. Ne? Ja. Weiß man, wann der das letzte Mal lief? Oder wirklich müssen wir nachgucken. Kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Weil es gab jetzt, kursierte mal ein Video rum, auch von irgendeinem Sammler, der so einen alten Formel 1 mal angeschmissen hat. Und der war wohl richtig Baustelle. Also ich glaube... Das gibt es ja bei den Ferrari Racing Days. Sind ja immer diese Corsa Clienti Autos auch immer mit dabei. Und da fahren dann die Kunden, die so ein historisches Auto haben, können dann eben auch das Auto auf der Rennstrecke bewegen. Wo habt ihr das Fahrzeug her? Also nicht wo, sondern die Geschichte dazu. Wie kommt man an so ein Auto? Wie lange habt ihr das Auto schon? Wir haben das Auto schon relativ lange. Genaues Datum kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Wir haben das aber auch von privat gekauft und nicht von Ferrari direkt. Also das kam jetzt nicht aus dem Ferrari Motorsportprogramm direkt nach 2004, sondern kam über Umwege zu uns, muss man sagen. Ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis, cool. Im Schumi-Automat zu sitzen. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Gehen wir mal weiter. Von einem Weltmeister zu dem nächsten. Machen wir euch mal hier die Tür zu unserer Schatzkammer auf. Ein bisschen mehr Flügel. Oh. Aber das ist ja schon ein Riesensprung, oder? Ja, 2007. Drei Jahre. Ja, aber auch das hier ist nicht irgendein Formel-1-Rennwagen von Ferrari, sondern Ferrari würde ja gerne wieder Weltmeister werden. Jetzt mit Leclerc oder dann nächstes Jahr mit Hamilton.
Und das ist das letzte Auto, mit dem Ferrari Formel 1 Weltmeister wurde. Das ist das Auto aus dem Jahr 2007 von Kimi Räikkönen, das Weltmeisterauto. Und mit diesem Auto hat er 5 Siege eingefahren in der Saison. Und mit genau diesem Auto ist er damals in Brasilien im letzten Rennen über die Ziellinie gefahren und hat die WM eingefahren. Also auch hier nochmal was ganz Besonderes. Wenn man so nach hinten drauf guckt, sieht schon krass aus, ne? Ja. Also gefühlt so, wie das alles so eng anliegt und so tailliert und kleiner wird. Das ist quasi der letzte Aero-Pack, der jetzt auf dem Auto drauf ist. Am Anfang sahen die noch ein bisschen anders aus, da haben noch ein paar Flügel gefehlt. Und über die Zeit gab es dann noch diese Seitenflügel drauf und so. Aber guck mal, der ist deutlich vom Sitz her auch ausgeprägter. Stimmt. Der ist deutlich breiter. Willst du damit sagen, der Kimi war dicker als der Schumi? Das weiß ich nicht. Aber guck dir mal an, wie wenig Bodenfreiheit, ne? Ja. Das Gefühl ist ja, das ist ein Zentimeter. Ja. Und egal, wo du hinguckst, du siehst irgendwo immer noch einen Flügel mehr, ne? Also unten drunter an der Seite. Ja, auch hier so freistehende, ne? Also, ja. Das muss ja... Das war schon eine krasse Zeit mit Aerodynamik, ne? Also am allerliebsten würde ich einen 5er Imbus holen und würde das natürlich mal abnehmen. Das, ich glaube, was da drunter so ist, das würde einen noch mehr schocken. Ja, ich glaube schon. Er guckt so an. Guck, die beiden. Ja, okay. Es sind halt ein paar Schrauben, die wir abmachen können, aber theoretisch können wir mal aufmachen. Nee, ich glaube schon, dass das so, wie so der Motor da drin hängt, auch so alles so mit Ansaugung und so, das ist schon... Ja, meinst du echt, die haben so einfach die Kamera draufgepackt? Mit Sicherheit. Der Hammer hat einfach eine GoPro-Halterung. So, das waren ja die Anfangszeiten so, ne? Die mussten ja auch irgendwie filmen. Also nicht, es kann sogar sein, dass es bei manchen Autos damals vom Reglement her Pflicht war, dass die halt ab und an mal Material liefern müssen. Manche Autos haben ja auch eine Onboard-Kamera also bekommen. Ich meine auch, dass das irgendwo vorgeschrieben war, dass du Kameramounts am Auto haben musstest ja. Und dann quasi entschieden wurde, der kriegt heute die und die. So, weil das war ja schon ja. Die Zeit, wo das richtig mit Fernsehen richtig aufblühte alles. Ja, aber geil finde ich auch hier die Abdeckung, ne? Die Ebene. Mega, oder? Einfach dann so die Optik der Felge da drunter ist einfach hier genau, so nochmal drauf gedruckt. Ja. Wahnsinn. Und das ist halt schon die Zeit, wo halt jeder Querlenker schon wirklich auch ein flaches Carbon-Teil ist. Ja. Ja, im Vergleich von der Evolution ist das zu dem 2.4er Auto. Ja, da ging, Optik das, da ging her. Das dann sofort so richtig krass los. Ne? Ja. Aber wie gesagt, 8 Zylinder, ne? Deswegen waren die halt auch so heftig laut. Also die Generation war ja nochmal lauter, aber selbst das hier schon siehst du ja, ne? Das ist ja. Damit wir die Haube nicht abnehmen müssen, wenn es nur um den Motor geht, haben wir den Motor hier auch mal ausgestellt. Sicherheitshalber. Weiß man, ob so ein Motor, ob da auch noch so was drin ist und so? Also ob das wirklich mal ein Ersatzmotor war? Nee, es war schon immer ein Showmotor wahrscheinlich, ne? Für Ausstellungszwecke. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also Ferrari hat diese Motoren ja verkauft, beziehungsweise ausgestellt. Die waren ja auf den ganzen Motorshows und Messen und so weiter mit dabei. Das werden schon echte Teile sein. Also wenn du dir die Sachen so anguckst, das ist schon originales Zeug, aber die werden leer sein in die Motoren. Aber Flo und ich haben den gestern hier reingetragen. Also den kannst du echt super einfach ja, wenn ihr wollt, holen. Könnt ihr den mal raustragen. Ja. Was halt krank ist, Selim, guck dir mal an, die komplette Ansaugung und alles, das ist alles in den Kopf mit drin. Ja. Also das ist alles hier, weißt du, das ist nicht so, dass hier, wenn du von der Seite guckst, fett eine Ansaugbrücke und so weiter geschraubt ist, sondern das ist alles im Kopf. Das ist im Endeffekt nur ein Cover. So, und... Na, da guckst du ja so rein, ne? Ja, das ist schon heftig. Wahnsinn ist, dass die haben ja noch einen relativ großen V-Winkel, ne? Also vom Bauhöhe, ne? Nee, genau, dafür, dass ja die Köpfe schon noch richtig, ja, ja. Richtig auseinanderstehen. Wie das hier ist halt, also mich würde mal interessieren, aber ja, nein, aber hier, ich weiß doch, was du meinst. Kopf ist mit Block alles ein Teil. Nee, das ist in dem Fall nur die Platte, die noch vorkommt. Nein, also du hast aber keine separaten Köpfe, die du irgendwie draufschraubst oder so. Doch, von der Seite hier. Siehst du das? Sollen wir mal rumdrehen? Ach hier, doch, da, ja. Von der Seite siehst du es. Aber wenn der Nico Film mal einmal rumdreht, was ich viel krasser finde, ist, guckt euch mal an, Kurbelwelle Mitte. Und hier unten ist vorbei. Das heißt, das Ding, hier wird die Straße sein. Ja. So, und da hängt die Welle, ne? So, und das ist ja wirklich unterhalb der Kurbelwelle hier, da ist vielleicht für die Ölwanne, das ist ein Zentimeter dicke Ölwanne. Leider haben sie die Ölpumpe abgemacht. Wahrscheinlich, mit guter Absicht. Aber mit der Leistung dann runtergegangen, ne? 820, da 920. Ja, da ging es wahrscheinlich los mit Reglement, ne? Das hier und da was. Ich glaube auch, das waren ja schon noch Zeiten 2004, wo die Motoren öfter mal getauscht wurden. Und da gab es dann hier wahrscheinlich schon ein Mindestfahrzeug. Und deswegen haben sie wahrscheinlich ein paar Umdrehungen. Leistung runtergedreht, damit die. Genau, ein paar Umdrehungen rausgenommen, weil die, glaube ich, mit so einem Motor dann da 2 Wochenenden fahren mussten. Also, ja. Also die konnten nicht willkürlich einfach gib ihm, ne? So, genau, das war der 10-Zylinder hier. Das war Klang par excellence. Aber auch hier, ne? Guck mal wieder, unter der
unter der Welle, kaum Platz. Ja. Mhm. Also der ist tatsächlich aber einen Zentimeter höher, würde ich tippen. Also der andere ist schon wirklich flacher, geht's nicht. Und klar, die Krümmer alleine immer, ne? Ja, das ist schon ein Kunstwerk für sich, ne, wenn du so anguckst. So, und hier siehst du halt die eigentliche Einzeldrossel, ne? Die steckt in dem Zylinderkopf drin. Das ist die Welle hier, die dann durchgeht. Da sind eigentlich die Drosselkappenteile. Ja. Weißt du, das ist alles ein Gussteil und dann so bearbeitet, dass du keinen Übergang, gar nichts hast, sondern du hast wirklich Zylinderkopf, Einlassventil, Kanal, Drosselklappe offen. Ja. Keine einzige Kante, kein Übergang, gar nichts. Einfach nur gib ihm. Deswegen auch die Einspritzventile von oben in den Trichter rein und auch nicht irgendwie seitlich oder so, dass wirklich die Luft so komplett durchfällt. Ne? Und dann auch nicht, das sind ja auch keine Klappen, die du hier siehst. Nee, das ist ein Flachschiebermäßig, oder? Nee, das ist eine durchgehende Welle. Das ist eine durchgehende Welle, die sich komplett aufdreht. Die quasi dann, also es ist wie so ein halbes U, was quasi zu ist. Und wenn sie sich aufdreht, ist der ganze Kanalübergang komplett offen. Hat Pagani auch auf dem Motor, auf dem V12. Okay. Du kannst bei uns die Führungen dann machen. Ja, also die Motorenabteilung, das kriege ich ein bisschen. Motorenabteilung übernimmst du dann. So da hinten so die GTOs und so das ein oder andere Modell kenne ich auch nicht so gut, aber mit Motoren immerhin, das klappt. Ja, also da muss man ja schon fast doppelt hingucken, um zu überhaupt erkennen, dass ein Ferrari ist. Ja, jetzt haben wir hier drei ganz besondere Ferraris. Das sind nämlich Einzelstücke auf Basis des 250er, die jeweils nach Kundenauftrag gefertigt wurden. Und dann fangen wir mit dem hier gleich an. Ja, der hat eine besondere Farbe, der hat aber auch ein besonderes Interior. Da können wir gleich mal reingucken. Ich mache dir mal die Tür auf. Das ist ein 250 mm, also eigentlich ein Rennwagen, also 250 mm genannt. Und dieses Auto wurde aber nicht als Rennwagen eingesetzt, sondern ist an eine Privatperson gegangen und war dann im Besitz von Nina Dyer und Aga Khan. Und der Legende nach hatte Nina Dyer einen Hosenanzug von Hermes mit Wildlederkragen. So, und dann hat sich Aga Khan gedacht, naja, ne, da muss ja das Auto auch zur Dame passen und hat ein Hermes-Interieur in dieses Auto bauen lassen. Und das findet man ja heute. Bugatti baut ja mit Hermes noch Interieurs und so weiter und so fort. Das gab es aber auch schon in den 50er Jahren bei Ferrari. Plüschig, ja. Und die sind mit dem Auto zum Skifahren gefahren. Es gibt Bilder mit dem Auto mit Dachgepäckträger mit Skiern drauf. Den gibt es einmal nur. So wie er hier steht, nur einmal. Also 250 mm, da gab es mehrere, aber so wie er hier steht, gibt es den nur einmal. Das heißt, auf das Interieur bezogen? Auf das Interieur bezogen, ja. Aber wenn man von wirklich, den gibt es nur einmal, auch vom Karosseriedesign spricht, dann sind wir bei den beiden Autos hier richtig, weil das sind 250 GT Speziale. Und Speziale war immer quasi die Zusatzvariante für ein One-Off-Auto, was Ferrari damals schon für ganz, ganz besondere Kunden realisiert hat. Der hat so was Amerikanisches irgendwie, oder? Ich kann es ja ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil so mit den so rennsportmäßig vorne die Scheinwerfer zugemacht, ne? Der hat aber eigentlich viel zu hoch dafür auch. Und hinten so ein bisschen genauso Cadillac. Ja, der hat irgendwas Amerikanisches. Ja, oder so ein bisschen das Heck vom Fassel Vega vom Design her. Aber dieses Auto ist fürs belgische Königshaus gebaut worden. Für Prinzessin Lilian de Réthy. Das war ihr Auto und ist nach ihren Vorstellungen damals dann von Pininfarina designt worden. Und das Grunddesign war eigentlich ein 250 GT Cabriolet. Wenn du so dieses Design erste Serie anschaust, dann hast du im Prinzip das fast identische Heck und fast identische Front. Nur das halt dann als Coupé. Also das war das Besondere, dass der so ein bisschen dieses Design vom 250 GT Cabriolet hatte. Erste Serie und dann quasi dieses feste Dach hatte. Ja, aber ich stelle mir vor, mich da jetzt, also rein meine Gedanken, dass sie sich vielleicht bei dem einen oder anderen Auto denken, der müsste eigentlich zu uns. Also es ist ja so, im Ferrari-Museum sind sehr viele Leihgaben. Ach so, okay. Das sind nicht alles Autos, die im Besitz von Ferrari sind, sondern Ferrari hat zu vielen Kunden einen sehr guten Kontakt und deswegen sind dort viele Leihgaben und die wechseln auch immer wieder durch und machen Sonderausstellungen. Und es ist durchaus so, dass auch schon das ein oder andere Auto hier aus der Low Collection auch schon mal im Ferrari-Museum ausgestellt war. Weil Ferrari eigentlich immer so diese Idee verfolgt hat, wir verkaufen alles, was wir haben und es gibt eigentlich nichts in der Sammlung. Als Enzo Ferrari noch gelebt hat, gab es kein Auto, was irgendwie behalten wurde, weil das Geld, was durch den Verkauf der Fahrzeuge erzielt wurde, wurde immer wieder in die Firma investiert. Das heißt, da gibt es keine große Sammlung bei Ferrari, wo sie darauf zurückgreifen können in dem Sinne. Weiteres
sehr, sehr interessantes Auto, 275-330. Das ist quasi der Vorläufer des 330Ps. Und dieses Auto hat 1964 den Nürburgring-Sieg errungen, des 1000-Kilometer-Renns. Mhm. Ist 1964 auch Le Mans gefahren und das Schwesterauto hat Le Mans gewonnen. Genau. Das Auto hätten wir letztes Jahr auch schon in der Le Mans-Ausstellung stellen können, das haben wir aber nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, weil wir gesagt haben, wir haben so viele tolle Le Mans-Autos, die wir zeigen und wir wussten ja schon, was wir dieses Jahr machen wollen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen den dieses Jahr hin. Schau mal genau rein auf die Position des Lenkrads. Das sind immer so Phänomene, da habe ich mich immer gefragt, warum? Das ist so Schrägschild. Ja, aber extrem. Guck mal von oben rein. Nee, ich vermute mal, ich kann dir sagen, ich kann dir erklären, warum. Weil du kommst sonst in den Struggle mit den Pedalen. Du musst ja irgendwo mit der Lenksäule durch. Und je... Nein, aber guck mal, es ist einmal so und noch so schief. Genau, weil du genau dahin musst. Guck mal im Verhältnis, wo das Lenkrad zu den Vorderrädern steht. Mhm. Das heißt, dein Lenkgetriebe ist ja direkt da schon irgendwie. Und du musst ja irgendwie... Wenn du direkt durch die Füße gehen würdest, also wenn es genau gerade wäre, würdest du ja fast auf deine Füße gehen. Und da ist aber kein Eingang vom Lenkgetriebe. Man hätte halt noch ein Gelenk reinmachen müssen und es wieder gerade knicken lassen. Aber war halt egal damals. Das wäre natürlich wieder ein Teil gewesen, das kaputt hätte gehen können. Ja. Und so hast du den direkten... Ja, aber klar, das sind ja hier sind ja wirklich 10 Grad, steht das Ding da schräg so, ne? So. Ja, das sieht auch sehr speziell aus. Das sieht speziell aus und sieht nach weitestgehendem Originalzustand aus. Das sieht man ihm, glaube ich, an. Das ist wieder ein Dino, ein 196-246 SP. Der erste Ferrari mit Mittelmotor. Und dieses spezielle Auto von Graf Berge von Trips gefahren, unter anderem. Und von dem späteren Formel-1-Weltmeister Phil Hill. Das Lenkrad schon ein bisschen gerade einmal. Wahnsinn, ne? Überleg mal, Baujahr 61, wie der Wagen aussieht. Aber guck mal, 61 auch schon wieder. 210 PS aus 2 Liter. Und das Auto haben wir zum Beispiel auch Ferrari zur Verfügung gestellt, damit die als Referenz das Schwesterauto quasi richtig restaurieren können. Weil das, also originaler als das, gibt es nicht. Geht nicht. Ach so, die holen sich dann auch, wenn sie besondere Restaurationsprojekte haben. Die haben natürlich alle Pläne und so weiter, aber es ist natürlich immer einfacher, wenn du es am Auto siehst. Am Auto direkt siehst, dann hast du natürlich immer einen besseren Einblick. Modellvielfalt. Ja, okay. Dann vielen, vielen Dank für diese exklusive Führung vorab. Jede Menge Rennsport dazwischen. War mal wieder mega. Danke viel gelernt. Geile Autos gesehen. Danke für die Chance, einmal in Schumis Auto zu sitzen. Dankeschön. Und wird nicht das letzte Mal sein. Ne? Und kommt vorbei, genießt es. Guckt euch mal Autos an. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ciao.